Erftstadt liegt ca. 25 Kilometer südwestlich von Köln und hat 52.000 Einwohner. In Lechenich, einem Stadtteil von Erftstadt, wohnen 12.000 Menschen. Die Stadtrechte erwarb Lechenich im Jahre 1279. Das Bonner Tor wurde 1853 zum ersten Mal restauriert. Der Rotbach durchquert Lechenich von Süden nach Norden. Im Stil der Neugotik wurde das Haus Kretz im Jahre 1862 erbaut. Im gleichen Jahr entstand das Lechenicher Rathaus. Hier das ehemalige Amtsgericht, heute ein Restaurant. Auf dem Marktplatz steht die Stele mit den Miniaturen der Stadtgeschichte. Die Kopie einer Marktpumpe steht ebenfalls hier. Das Herriger Tor wurde 1862 neugotisch wieder aufgebaut. Hier sind wir in der Lechenicher Altstadt, das ehemalige Spritzenhaus der Lechenicher Feuerwehr. Im Stadthaus finden des Öfteren Ausstellungen statt. Das ist die katholische Pfarrkirche St. Kilian. Die evangelische Kirche der Versöhnung.
Und hier sehen wir die Neuapostolische Kirche in Lechenich. Im Jahre 1306 wurde mit dem Neubau der Landesburg in Lechenich begonnen. Ende des 14. Jahrhunderts diente die Landesburg den Erzbischöfen von Köln als Residenz. Der Schlosspark grenzt direkt an die Lechenicher Landesburg. Das Husarenquartier diente als Gendarmenstation und Landratsamt. Heute ist es ein Restaurant. Der Stadtweiher wird durch den Rotbach und den Mühlenbach gespeist. Moderne Architektur wurde hier in der alten Stadtmauer verbaut. Mm-hmm.